So, es ist jetzt 9.10 Uhr und wir fangen jetzt hier an und stopfen, was das Zeug hält. Oder schon gesagt, ich werde stopfen, was das Zeug hält. Ich weiß nicht, ob ich mein Handy hier irgendwo aufstellen kann, damit ihr mir ein bisschen zugucken könnt. Aber ja, ich meine, es ist ja nicht wirklich spannend. Ich werde jetzt hier auf der Liste, kann ich euch ja zeigen, immer gucken, welcher Name und dann wie viel Kilo die kriegen oder eben ob sie einen ganzen, eine ganze Tasche oder ein ganzes Heunetz kriegen und eben dann alles richten von Frühstück bis Abendessen und dann ja, ist es das auch. Das geht jetzt meistens so eine Stunde ungefähr und ist eben eine sehr staubige Angelegenheit. Vielleicht kann ich euch ein Heunetz ja filmen und dann wisst ihr, wie das ungefähr abläuft, aber ich glaube, es ist relativ klar. So, es ist jetzt 10.30 Uhr und ich bin fertig mit dem kleinen Stall. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zum großen Stall. Denn da helfe ich dann jetzt immer noch, wenn ich sozusagen schon fertig bin mit dem kleinen Stall, gehe ich dann hierher und tue Paddocks abbeulen oder sonst was machen oder beim Heustopfen helfen oder sowas. Und genau, das mache ich jetzt erstmal. Um 12 Uhr tun wir dann Mittagessen füttern. Jetzt ist gerade eben 10.30 Uhr. Um 12 Uhr tun wir dann Mittagessen füttern und je nachdem werde ich davor oder danach dann noch ein bisschen was reiten wahrscheinlich. Und ja, das ist jetzt erstmal so der Plan für heute. Und dann schauen wir mal, was so wird und wie viel ich noch filmen kann. Aber hier gehe ich jetzt erstmal wahrscheinlich Paddock abbeulen. So, es ist jetzt 13 Uhr und ich und Kona sitzen gerade auf dem Sofa. Ich habe es schon Mittag gegessen und habe dann vorher, als ich rüber in den großen Stall gegangen bin, erst die Paddocks gemacht und dann sind wir nochmal rüber in den kleinen Stall und haben dort ein bisschen was umgebaut, haben einen der Heuballen woanders hin und da dann Einstreu verteilt oder halt hingekippt, dass ich halt genug Einstreu habe, wenn ich misten muss. Und danach haben wir dann noch im Garten ein bisschen Hundehaufen weggemacht. Ist auch wichtig. Gehört nämlich auch dazu. Die sind nämlich die ganze Zeit draußen tatsächlich. Oder halt, was heißt die ganze Zeit? Also sie können offensichtlich auch ins Haus, aber meistens, wenn wir halt draußen am Arbeiten sind, sind sie halt mit dabei und laufen auch draußen rum. Und dieses Genießt. Sie ist so süß. Und helfen ganz fleißig natürlich. Und deswegen machen wir dann halt in regelmäßigen Abständen immer wieder einfach den Garten halt sauber. Genau. Und das haben wir dann noch gemacht und dann eben waren wir fertig. Und ich habe jetzt was zu Mittag gegessen. Audrey ist gerade in der Stadt mit dem Auto und bringt mir hoffentlich Cola mit. Ich habe ihr geschrieben, ich bin aber nicht sicher, ob sie es liest. Ich hoffe. Und genau, es regnet jetzt gerade, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich jetzt gleich losgehe zum Reiten oder noch ein bisschen warte. Und ich weiß auch noch nicht, welche Pferde ich reiten würde. Mal schauen. Genau. So, es ist jetzt 15 Uhr und ich habe mich jetzt gerade wieder angezogen. Es ist ein bisschen windig, es hat zwischendrin ganz schön geregnet. Und ich gehe jetzt Dixie reinholen und die gehe ich dann ein bisschen Dressur reiten. Die ist bestimmt nass, was natürlich richtig super ist, aber egal. Und genau, dann reite ich sie ein bisschen und danach muss ich schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Vielleicht gehe ich dann auch noch den Maverick ein bisschen reiten. Und dann war es das auch für heute. Und genau, das schauen wir jetzt mal, wie es wird. So, wilder Mustang ist eingefangen und wir laufen jetzt zum Putzplatz. Und machen uns fertig. Motiviert ist er noch nicht. Wir sind jetzt ready und gehen auf den Reitplatz und hoffen einfach mal, dass das Wetter hält. Es hat ja vorher mal kurz geregnet, aber ja, also Daumen drücken. Und dieser Helm ist übrigens ein bisschen merkwürdig. Ich sehe echt komisch aus, aber egal.
auf dem nächsten Pferd. Mit der Dixie habe ich tatsächlich nicht ganz so viel gemacht. Die hat wahrscheinlich einen Tritt abbekommen auf der Koppel und war deswegen etwas taktunrein. Also es war jetzt nicht lahm, aber einfach nicht ganz so, wie man sich es vorstellt. Deswegen haben wir dann aufgehört und jetzt reite ich den Maverick. So, wir zwei haben richtig, richtig gut gearbeitet. Es hat mega Spaß gemacht und jetzt gehen wir noch eine Runde um die Halle im Schritt. Und dann ist für mich auch schon wieder Teezeitfütterung angesagt. Und ja, deswegen machen wir jetzt schnell, schnell. Dann kann ich ihn verräumen und dann kann ich anfangen mit Heufüttern. Aber er war echt richtig toll heute. Also wirklich super. Viel, 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 viel besser als beim letzten Mal. So, hallo, es ist jetzt schon der 20. August, also schon relativ viel Zeit vergangen, seitdem ich das Video angefangen habe. Aber ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit und ich bin gerade in Big Barn, also in dem großen Stall. Hallo, Blue. Und mache jetzt gerade noch das, was ich sozusagen am Tag, wo ich gefilmt habe, nicht gezeigt habe. Und zwar, was passiert, wenn ich bei Small Barn fertig bin. Dann komme ich nämlich hier rüber und helfe noch mit allem, was sozusagen noch nicht fertig ist. Und das ist jetzt heute die Pens hier draußen. Da mache ich jetzt noch den Innenbereich fertig. Und dann werde ich noch Heu machen, auch hier. Das sind noch viel mehr Heunetze, weil hier sind, glaube ich, 14 Pferde oder sowas drüben. Deswegen ist das natürlich um einiges mehr. Genau, aber jetzt müsste ich hier erstmal fertig. Das ist hier jetzt einfach drin auch Späne. Und dann werde ich noch ein bisschen Heunetze stopfen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den großen Mann hier aus seiner Box entferne, weil mit dem hier drin kann ich nämlich nicht misten. Also das ist eben eins von diesen Pens. Da drüben ist der James, den bin ich auch schon geritten tatsächlich, seitdem ich hier bin. Und die haben hier sozusagen so Paddock-Boxen, die aber offen sind. Da drüben sieht man sie ganz gut. Genau. Und die misten wir eben einmal am Tag komplett, also den Außenbereich und den Innenbereich. Und das sind dann die Boxen eben, in denen sie ihr Heu kriegen. Und genau, ich mache jetzt hier das nasse Zeug raus und dann eben mache ich noch das eine da drüben, das ist noch nicht gemacht und das, wo der James eben drin steht. Und sonst ist aber schon alles fertig, weil die waren hier ja auch schon seit 7.30 Uhr fleißig. Aber die haben eben um einiges mehr Pferde, deswegen dauert das immer ein bisschen länger. So, James habe ich jetzt auch schon fertig gemacht. Sag mal her, so sieht es dann aus. Und jetzt ist eben noch der da und dann bin ich mit denen auch fertig und dann gibt es eben los mit Heunetze stopfen. Und ich habe tatsächlich jetzt auf meinem Weg hier diese kleinen Dinger schon mal rausgelegt. Da kommt, kriegen die nämlich das Kraftfutter drin und die machen wir dann alle da nachher sauber und genau, das ist so das Ding. So, es lief tatsächlich alles außer nach Plan. Ich bin jetzt gerade wieder in der Small Barn, weil unser Ballen Heu im Big Barn war schimmelig und komplett voll mit Dreck. Deswegen habe ich jetzt all diese Heunetze hier gestopft und musste jetzt wieder zurückfahren. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Platz habe. Weil, also da fahre ich und ja, spaßig. Aber genau, ich habe jetzt die ganzen Heunetze gestopft und ich habe jetzt hier schon Mittagessen gefüttert im kleinen Stall und fahre jetzt eben rüber in den großen Stall. Da hat dann die andere Workawayerin hoffentlich auch schon alles gefüttert jetzt für heute Mittag. Und die Heunetze sind dann eben für heute Abend und fürs für die Teezeit. Und genau, ich fahre das jetzt rüber und hoffe, dass nichts runterfällt, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Aber ich muss einfach vorsichtig fahren. So, hallo, es ist jetzt schon wieder ein neuer Tag. Also irgendwie ist dieses Video ganz schön verrückt. Es ist jetzt 10 Uhr. Ich bin gerade fertig geworden mit dem kleinen Stall und werde jetzt rüberlaufen zum großen Stall und beende hiermit jetzt erstmal dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ganz schön wild war und viel zu spät jetzt gekommen ist als zweiter Teil vom ersten Video. Ich hoffe, das habt ihr auch gesehen. Und genau, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier guckt.
Und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal, wenn ich nochmal auf den Trip gehe. Und sonst, genau, war es das jetzt erstmal. Ciao, ciao.